Hold on, little buddy. Come on, guys. Come on, let's go. Keep it up. I'm gonna push you down these stairs. Yeah, watch out. Watch out. I got a man in a chair. All right, everybody, come on. Break it up. Let's go. Rockstar Games presents a Rockstar North production. Oder sehen wir die Rocker. Ich begrüße euch herzlich willkommen bei Let's Play GTA 4 The Lost and Damned. Ihr seht schon direkt, worum es geht. Neuer Hauptcharakter, neue Story. Gleiche Stadt. Johnny Klebitz ist offenbar der Vice President der Rocker Gang. Und der zeigt Mittelfingern zu Trucks. Die Hupen. Na, das sind halt Rocker. Jimmy Fitzgerald ist der Treasurer der Rocker Gang, The Lost and Damned. Das heißt, er kümmert sich um die Kohle. Ja, den kennen wir doch schon. Das ist der Vice President. Stell mir die anderen vor. Wie lange braucht ihr denn? Oh, was für ein Stadtteil auf... Oh, Nico! Nico! Oh, Nico weg. Irgendwie ist es in Vice City deutlich rauer geworden gerade. Vice City sag ich schon. Liberty City meine ich natürlich. Brian Jeremy ist der Club Secretary. Terry Thorpe, der Sergeant at Arms. Jason Michaels, konnte ich jetzt nicht sehen, was der ist. Clay Simmons, der Road Captain. Haben wir jetzt alle durch? Jetzt gucken wir wieder hier Johnny zu. Johnny hieß er, glaube ich, oder? Mein Gott, überall Sprayer, überall Diebe, überall Schlägereien. Also. Alles ist ein bisschen böser. Wobei das jetzt, glaube ich, von Rockstar schon extra so übertrieben wird. Jeder erwartet dieses Rocker-Ding. Ja, dann setzen wir immer noch mal einen so ein bisschen härter drauf. Sehr klischeehaft. You do understand what probation means? Yes, sir. It means that if you continue down that same path, you'll be locked up and calling some cellmate daddy within a month. Yes, sir. If I had it my way, we wouldn't waste our time. You'd be inside already. Mr. Gray has made great progress. His share on willfulness was one of the most powerful things I've ever heard. I believe in this man. Well, let's hope you don't live to regret that faith. God works in mysterious ways. In this case, seems God is downright perverse. But I'll leave the salvation to you, gentlemen. You stay out of trouble. Yes, Daddy. Excuse me? Yes, sir. Remember, it's a disease. I know, Chad, I know. It's a disease. Meetings every day. Call you if I feel the need to use. Pray. I pray. In fact, I'm praying right now. You're very willful. Was very willful, Chad. Was very willful. I've changed. And you know what, Chad? You changed me. Gentlemen, shall we get the fuck out of here? Hey, stay in touch. Ja, mit Sicherheit. Yo. Here you go. About time. Wo ist jetzt die coole Musik? Sweet home. Billy Gray, President, offenbar gerade aus dem Knast gekommen. Clean and serene heißt die Aufgabe. Back to the source, boys. That bar had better be stocked. Alles klar, wollen wir mal los. Boah, was für dicke Reifen, scheiß die wandern. Ihr seht es schon direkt wahrscheinlich. Da fehlt doch was. Da fehlt der Mod. Okay. Whether it's train gangs in the showers or grown men crying and hugging in rehab, there's definitely an undeniable twinge of homosexuality in this fine country's correctional system. No wonder you keep getting caught there, Billy. You
can't stay away from it! Now, let's be clear. I keep getting caught because assholes like you ain't watching out for me. Don't question me. Sometimes you gotta look out for yourself, Billy. Okay, I'll save my questions until I see the chapter. And you better had looked after my baby. Also, die Vermutung wurde bestätigt. Offenbar, der Anführer der Gruppe wurde vor kürzlich aus dem Gefängnis entlassen. Fand ich auch schön hier am Anfang, wie derjenige, der sich quasi, der entscheidet, ob die Leute wieder gut genug sind. Dass er so ein gottvertrauender Wischiwaschi-Typ ist, den jeder verarschen kann. Und das ist durchaus ein Problem. Oh yeah! Johnny, what's going on? Not much, Bill. Usual stuff. We missed you, Bill. So, aching for a fucking drink here? Amiguito. Come on, just pour a willy wet back. Boys? Salute, wet you pussy and dry tequila. Salute! Okay, another round for you. Goddamn right. Yummy. So, Johnny boy, where's my bike? Know where it is. Let me rephrase the question. Where the fuck is my bike and where the fuck haven't you got it back for me? Because you know where it is. Are you deaf? Give me that whiskey. Are you fucking deaf? No. Then answer the goddamn question. Why the fuck haven't you got it back for me, friend brother? One word. Business. Like I told you when you were in there. Or were you so busy playing holier than thou, you started believing your own bullshit? Forgive me. You know, I've had a complicated few weeks. You can only imagine. Shut up. You know, coming off heroin's kind of hard. I think I acquired this touch of amnesia. What business is more important, Mr. 1980s yuppie big shot, than your best friend's bike when he's close to getting a 15-year stretch? The business that pays his lawyer's fees. The business that puts food on all of our tables. The business that we are all in while you're out pretending to be saved. Get my bike! What am I, your fucking dog? I told you you should have got my bike. You told me, you don't tell me shit, you little fuck! Listen, Billy, they were pissed and they had a reason. Your bike chopped that girl's leg off. You put Joe John's nephew in a coma. The deadbeats kept the bike, and we needed the money. You needed some balls. Some fucking heart. Something. I can't believe I'm hearing this shit. And I can't believe I'm hearing this. After everything we did for you, paid your rehab, paid your lawyer's fees, paid your rent, paid everything. Shit, we set stuff up for you. We do well, man, but it's time to be smart. You're right, you're right. No, you're right. You know what I'm gonna do? I'm gonna run right out and buy a condo, get a mortgage, 401k, and then fold that over into an IRA and a CD. What the fuck, man? Be smart, you be smart, you fucking chump. You're ridiculous. Have you got a health care plan? Come on, Johnny, let's just get his bike. Come on. Well, on your head be it. It always is. It's called leadership. Shit meaning something. Yeah, and your shit means a lot, man. Come on. Johnny! Yeah? Wait, come here. Listen, man. Well, open up right now. You saw that shit I had to go through, right? It was really frustrating, fucked up shit, craziness, right? Okay, so I'm a little pissed off and I've been a bit of a prick lately. Come on, man. You and Angus built that bike for me? That's gotta stand for something. Yeah, you're right, brother. I'm gonna go get it. And you know what? Peace and prosperity be damned. Peace and prosperity be damned, my brother. You are my brother, Johnny. Always. Let's go! Ja, wir sehen, worauf es hinausläuft. Jemand kommt aus dem Gefängnis frei. Oh mein Gott, hört doch mal! Haltet doch mal die Fresse! Während der Typ im Knast saß, haben wir wohl für Frieden gesorgt. Konnten vernünftig Geschäfte machen, sorry. Und jetzt ist er wieder da und will Stress machen. Yeah, well, I ain't too happy about it neither, man. You want to turn around and go back to the clubhouse? I'm happy about it, all right, John boy. Fuck, after that therapy shit, the drink in the road's all I need.
good to know. You've been missing me all that time I spent sharing and caring and rehab? Let's get your bike and save the emotions for later. You know what, Johnny? You can do some of the trust exercises they got in there. I'm gonna blindfold you when we get back. All you gotta do is fall over and trust that your brothers are gonna catch you. Can you do that? You boys would be too drunk to catch VD, let alone 230 pounds of rapidly approaching middle age. Technically, you are 230 pounds of Jewish biker, John boy. Your faith has gotta come first. Religion, Billy. Religion. I gave up with faith. Johnny the Jew, Clevitz the He. Good to be here, man. Good to fucking be here. What's your problem? Nothing, man. I'm the leader of the chapter again, Johnny. And you're just another brother. Can you handle it? As long as you run the chapter right, we can all handle it. I'll run it the way it needs to be run. Same as the three guys before me did, same as I'm doing now. Really? Feels kinda different. Before, all we cared about was having fun, brothers, getting shit-faced. Screw you, you get in our way, you're gonna get your teeth kicked in. Thank you for Jerry. And now what's it feel like to you, Jonathan? Feels like knocking heads is a full-time job. Maybe if we stopped doing it for a minute, we'd look around and realize that the fun ended a long time ago. Yeah? Well, I signed up to be a brother for life, you ungrateful fuck. If you're in the loft for the good times only, fair weather weekends and the careways, then you ain't in the loft. You get me? Chill out, man. I just hope when we decide to take a break, to slow down, it's still an option on the table. Konfliktpotenzial, Konfliktpotenzial, Konfliktpotenzial hier bei den Losts. Offenbar hat der gute Mensch, der im Knast war, halt ein bisschen anders geruled, als wir das getan haben. Wir haben halt quasi ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen weniger gekillt, ein bisschen mehr Kohle eingespielt und jetzt ist the old man back. Und der will direkt wieder Stress machen mit der Gang, wo man sich eigentlich ja quasi, wo man so einen Friedensvertrag mit hat, sag ich jetzt mal. Die durften quasi das Bike behalten, weil unser Kollege wohl irgendeinen Scheiß gemacht hat. Oh, sorry. Endlich darf ich auch mal was sagen, ey. Was ich eigentlich auch sagen wollte zu dem Grafikding, hör mal. Ich habe das irgendwie nicht hingekriegt, das auch bei den Add-ons zum Laufen zu kriegen. Ich weiß auch nicht wieso, vielleicht hat da jemand einen Tipp vielleicht für mich oder so. Weil das sind bei mir zwei verschiedene Spiele bei Steam. Und irgendwie bin ich zu blöd gewesen dafür. Das tut mir echt leid. Pretty boy. Hey. Where's the bike? Oh, it's good to see you too, tough guys. What bike are you talking about exactly? You know what we're talking about? Billy's bike. Billy's bike? Jesus, man. It's been a long time. I thought he was dead. What's he wanted for? To sell for crack, right? Hey? Shut up. Listen, you know how it is. Things passed hands. Parts been changed up. Hard to say if that chopper's even around anymore. Sorry, boys. You will be, my friend. You will be. Hey! Good to see you, Bill. Man, I thought you was dead. Jim, start up the bike. Whoa! Hold on. No! Wait! Please, please! No! 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 Ow! Where is my bike? Speak, you ugly fuck! Okay, listen. The Angels of Death took it to that place in Northwood. What the fucking Angels of Death? Thank you. Yes. Oh, fuck. Nicht gerade Sympathieträger hier am Start, würde ich mal sagen. Scheiß die Wand an. Hier geht's ein bisschen heftiger zur Sache als bei GTA 4, würde ich mal sagen. Oh, da kommt schon die Polizei. Hallo. Oh, da geht's schon wieder los. Whatever. What about an eye for an eye and all that shit? You should have been the one making that guy pay for holding out. Enough with that shit. We got more things to worry about than respect and stupid kid stuff. We gotta keep business afloat or we're fucked. You just don't get it, do you? This is what it's about. This. Not that money shit. We're in it to stick it to all those yuppies and hippies and motherfucking deadbeats. Give me a stiff drink, some hard drugs, the road and my chopper. That's all I need. Maybe an occasional bit of a hole. Wouldn't be a man if I didn't need that now, would I? How's Ashley, by the way? She's single? What about your brothers, man? Ain't you in it for the lost? Everything I do is about the lost. I don't exist without my brother, without you. The
If you don't get that, then you don't get nothing, John boy. That's the state of affairs. Yeah, well, it's some tough love you're showing them. Wer ist Ashley? Ich nehme mal ganz stark an, dass wir das noch hinkriegen, mitbekommen werden. Aber wir wollen jetzt erstmal gegen die Angels of Death antreten. Alter, das ist auch wieder so... Oh. Also ich konnte mit dieser ganzen Biker-Gangster überhaupt nie irgendwas anfangen. Ich konnte deren komische verdrehte Romantik und deren komische verdrehte Lebensansicht nie so richtig nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Wie die sich auch schon wieder nennen. The Lost and Damned. The Angels of Death. Mein Gott, ey. Come on! Let's get your fucking bike! What the fuck? Wie geht's denn hier schon direkt ab? Ich glaube, das ist eine neue Knarre, die wir hier haben. Eine abgesägte Schrotflinte. Die dürfte neu sein. Hatten wir in dem normalen GTA 4 noch nicht so richtig, glaube ich. Und hier... Wow, holy fuck. Hier sind die ganzen Feuergefechte schon ein bisschen... Ui. Bisschen Man-to-Man hier. Mit der Schrotflinte müssen wir natürlich näher dran. Oh, was anderes haben wir auch nicht. Wieso? Irgendjemand hat hier doch auch eine Pistole. Oh no, holy fuck. Ach, das Bike stand hier rum. Ja, das ist natürlich glücklich. Und da gibt's auch schon das erste Achievement. Das ist ja jetzt echt praktisch, dass das Bike hier rumsteht. Oh, jetzt muss ich dem Mr. President hinterherfahren. Jetzt bin ich offiziell nicht mehr Leader. Bin auch noch quasi tot. Geil, wenn ich jetzt beim ersten Auftrag schon drauf gehe. Das Lost MC-Symbol wird hinter Billy erscheinen, wenn du mit der Gang zusammenfährst. Wie fahre ich denn mit der Gang zusammen? Ey, was soll das hier vorne? Ey, Bitch! Fahre und bleibe in dem Symbol, um die Konvoi-Formation zu halten und deine Gesundheit und den Zustand deines Bikes zu verbessern. Ah, verstehe. Ja, dann machen wir das doch mal. Her call. It's a free country. I don't know where you've been living, pal. Us brothers are the only free people I see. Okay, ich nehme mal stark an, dass Ashley jemand war. Holy fuck! Jemand war mit dem, der Jute vorher zusammen war. It is for real, okay. Alter, ist das krank, wenn du hier mit so vielen Motorrädern fährst. Immerhin fallen die Dinger nicht so schnell um. Guck mal, der vor uns, der Treasure. Was der für eine Karre hat. Der hat ja einen viel kleineren Reifen als ich. Was für eine Pussy. Jason, I haven't seen you around much, man. Ja, so läuft das. Das ist ein Problem, die Gang kümmert sich darum. Mit roher Gewalt. Also ja, wir fahren hier auch komplett im Konvoi die ganze Zeit. Ich merke das schon. Alter, wie der noch die ganze Zeit anfangen? What the? Wird dann jetzt die ganze Zeit so laufen? Oh, geil. Oh. Boah, voll gut, ey. Man kriegt hier die ganze Zeit Lebenspunkte und so. Das ist immer fett. Ich meine auch schön, dass das Bike dadurch irgendwie wieder zusammengebaut wird, wenn die Bike schlecht geht. Weißt du, on-the-fly-Reparatur. Okay, Bill. Got your bike. Take what you gotta take. Drink what you gotta drink. Fuck what you gotta fuck. I don't care. Kill who you gotta kill. But get it out of your system. And what do you do, give me a call and we'll get back to business. You're not my PO, brother. Remember who the head of this chapter is. I do, man. Trust me. Tell me, do you still have Ashley's phone number? Why don't you give her a call for me? Tell her I'm inside getting all sorts of fucked up and that I would really like... meaning all of us, would love some whole... Na
Das ist das Clubhaus der Lost. Okay. Habe ich verstanden? Wer ist das? Ist das schon Ashley? Was will er mir jetzt hier erklären? Ja, ist ein wunderschöner Laden. Also da würde ich doch gerne meine Freizeit verbringen. Du kannst gegen deine Brüder Arm drücken. Es gibt also neue Minispielchen gegenüber dem normalen GTA 4. Versuch dein Glück in einem High-Low-Kartenspiel. Swallow your food, man. Und zoll deinen Respekt gegenüber gefallenen Kameraden. R.I.P. Lil Joe, The Lost Campaigns 7. Die haben ja alle, also was die alle mit ihren Haaren machen. Wenn du dich auf den Bett schlafen legst, wird das Spiel gespeichert und 6 Stunden vergehen. Gut, das kennen wir, wow. Hier, so schlecht sind wir, glaube ich, nicht mal angefangen bei GTA 4. Schau dir die neuesten Shows im Fernsehen an. Fernsehen haben wir eigentlich bei GTA 4 noch viel zu wenig geguckt. Du kannst den Lost Clubhouse Computer benutzen. Und jetzt so, ne? Das ist Johnny's Hexa. Sie ist die einzige ihrer Art in Liberty City. Ein moderner Motorradklassiker mit einem 2032 Twin Cam Motor und 6 Speedschaltungen. Johnny wird das Motorrad brauchen, um mit den anderen Lost Bikern im Konvoi fahren zu können. Du kannst jedes Fahrzeug auf dem Parkplatz vor deinem Versteck speichern. Okay, das kennen wir ja auch schon von GTA 4. Das ist jetzt hier auch so ein bisschen... Wenn dir dein Motorrad abhanden kommt, ruft Clay an, damit er dir Ersatz besorgen kann. Ey, aber ich dachte, das ist voll das einzigartige Ding, was ich habe. Terry wird dir Waffen an deinen Aufenthaltsort liefern. Natürlich quasi... Was ist das, ein Leichenwagen? Oh mein Gott. Mit so einem Tribal drauf, Alter. Die Leute sind alle so behindert. Ah, unglaublich. Und das... Oh. Ah, die Informationen über dem Radar zeigen dir, wie kampferprobt deine Lost Gangmitglieder sind. Dies wird durch die Fernwahl. Gangmitglieder werden mit jedem erfolgreichen Job mit dir kampferprobter, so werden sie nützlicher in Schießereien. Wenn sie bei einem Job sterben, werden sie von anderen Lost Mitgliedern ersetzt. Na gut, so einfach ist das. NP. Und ja, ist die Frage, muss ich Ashley anrufen? Muss ich nicht Ashley anrufen? Nee. Jetzt kannst du Jim anrufen, der dir eine vollgeladene Waffe... What the fuck, ey, nicht so schnell. Oh, geiles Hintergrund, haben wir ein Telefonbuch. Jim. Waffen. Airhockey, interessant. Micro-SMG wäre gut. I'm gonna need a micro-SMG. I'll stash one at the clubhouse. Begib dich zum Zeichen, um die Waffe zu holen, die Jim für dich hinterlegt hat. Dann gehen wir doch mal ins Clubhaus rein und schauen uns das mal eine Runde an. Was haben wir denn hier? Low Voltage Dripping Cash, no muff too tough. For sale. Murito Van. Okay, ich verstehe wahrscheinlich hier unwahrscheinlich viele Anspielungen überhaupt nicht, weil ich in dieser Szene so gar nicht vorhanden bin irgendwie. Oh Gott, wenn ich die Musik schon höre. Wo ist denn die Knarre? Wo ist die Knarre? Wo ist die Knarre? Hier ist sie nicht. Vielleicht hier drin? Nee. Die ist ja quasi jetzt unter der Stripperin. Das kann ja nicht sein. Gibt's hier denn irgendwo einen Weg nach unten eventuell? Hier renne ich behindert durch die Gegend. Wow. Ihr seht ja alle richtig frisch aus. Hey Jim, what's up? Same old bullshit, Johnny. Can you come and meet me on Aspidin over an actor? All right, brother. I'll be there. Ja, ich kann dir schon helfen, aber ich muss erstmal hier... Also hier kann ich mich schlafen legen, das habe ich verstanden. Oh, es geht auch noch, es gibt auch noch die Möglichkeit nach oben zu gehen, okay. Gehen wir doch mal nach oben, vielleicht finden wir ja da die Knarre. Oh, what the fuck. Hier spielt man High-Low. Und was macht er da? Oh, er liest, aber geil. Oh, und hier können wir auch ein bisschen zocken. Finde ich auch gut. Hier wird auch weiter gesoffen und Ärmel werden gedrückt. Billard kann man offenbar nicht spielen. Alter, ist das hier alles heruntergekommen. Aber hier kannst du nicht durch. $100 direkt einsatz. Ah, hier ist die Micro-SMG. Ah, kann ich mir ja schon mal merken. Jetzt haben wir die nämlich auch. Das ist sehr gut. Oh, direkt volle Power. Ja.
Hier, der Einstieg bei GTA Lost and Damned ist deutlich angenehmer als noch bei GTA 4, wo alles erstmal eine halbe Ewigkeit gedauert hat. Aber man kann sogar noch höher. Was gibt es denn hier Feines? Wahrscheinlich sind hier überall 1000 Anspielungen zu echten Bands oder so versteckt, die ich alle nicht checke. Okay, hier ist alles dicht. Ich bin auch, ich freue mich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen mehr auf Gay Tony. Aber ich habe mir gesagt, oder ich habe mir gedacht, ich will definitiv nach der richtigen Reihenfolge spielen, weil Lost and Damned ist ja vor The Ballad of Gay Tony herausgekommen. Und deswegen wird hier auch erst Lost and Damned gespielt. So, da kann ich wahrscheinlich nicht hoch. Oh, wie hoch er springt. Oh, wie süß. Oh, hüpf. Oh, 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 oh. Das ist ja reizend. Ey, what the fuck. Das ist mein Dach. Geh weg. Gehe ich halt wieder. Das ist wie die Dachtoilette bei Scrubs. Jetzt muss ich wieder an die Szene denken, wo der Hausmeister Todd erklärt, dass keine Toilette auf dem Dach ist. Das ist eine Metapher. Gott wacht über uns. Es ist seine Toilette auf dem Dach. Ich muss das so lachen. Gut. Jetzt warte ich eigentlich. Eigentlich müsste der Bram hier sofort vorbeikommen. Der wollte mir nämlich noch was bringen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass er mir jetzt gleich in irgendeine Zwischensequenz reinlabert. Deswegen mache ich hier mal kurz ein Päuschen und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, Leute.